Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Serranos und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Need for Speed Most Wanted aus dem Jahre 2005. Und ja, wir machen weiter. Wir hören natürlich hier nicht auf bei Razer und ja genau, wir sind mit dem SRR noch unterwegs. Der Carrera ist auf Fahndungsstufe 3, fast 4, also wirklich kurz vor 4, der hat jetzt eine Fahndungsstufe verloren. Mit den Rennen, die wir jetzt mit dem SLR hier gefahren sind. Ich meine, ich finde es gerade auch nicht schlimm, den SLR zu fahren, ne? Wie gesagt, dann haben wir auch nochmal so ein bisschen Abwechslung drin. Gar kein Thema hier tatsächlich. Aber wir werden jetzt demnächst wieder auf den Carrera switchen. Weil wir dann wieder mit dem Carrera fahren und weil dann natürlich auch wieder die Verfolgungsjagden anstehen. Die können wir auch mit dem SLR machen. Allerdings muss der sich auch die Fahndungsstufe erstmal wieder komplett aufbauen. Weiß ich ja nicht, ob ich erstmal 5 Minuten durch die Gegend fahren will, um den hier irgendwie aufzubauen. Zumal der auch für Verfolgungsjagden meiner Meinung nach nicht optimal ist. Der ist zwar stämmig, ne, der wird die Wagen besser wegdrücken können, als das der Carrera tut. Aber die Beschleunigung passt mir bei dem nicht. Der beschleunigt viel zu langsam, als dass ich mit dem gegen die Corvettes fahren will, die dich irgendwie mit 8 Mann von rechts, links sandwichen und einkesseln. Das will ich dann nicht unbedingt riskieren. Und deswegen würde ich sagen, versuchen wir es erstmal so entsprechend. Versuchen wir es erstmal so, 51%. Ich meine, die Rennen gewinnen wir ja hier mit dem SLR auch sehr, sehr gut. Das ist nicht, auch nicht wirklich ein Problem jetzt hier. Aber trotzdem, der Porsche ist mein All-Time-Favorite. Jetzt haben die sich da nochmal gedreht. Was ist denn mit den Gegnern eigentlich los in den letzten Rennen? Du hast immer so einen, da zieht das Gummiband voll hinterher und der ganze Rest ist scheiße oder alle sind scheiße. Also eins von beiden. Irgendwie gibt's so nicht dieses so... Boah, natürlich fährt da genau ein Taxi hinter. Irgendwie gibt's so nicht dieses Mittelding. Sondern die sind irgendwie alle entweder komplett scheiße oder, ja. Keine Ahnung. So, zack. Sehr nice. Maximales Kopfrisiko. Was haben wir hier? Auch maximales Kopfrisiko. Minimales Kopfrisiko. Mautstelle auch minimal. Okay, wir machen mal einfach weiter. Machen mal einfach die Mautstelle. So. Na, dann würde ich sagen, können wir den Carrera GT auch gleich mal wieder auspacken. Ich meine, die Fahndungsstufe, die der dann hat, das passt ja dann. Weil ich meine, sonst bauen wir den auch wieder komplett bei Null auf. Dann hätten wir die Fahndungsstufen auch mit dem SLR hier fahren können. Ja, ich bin sehr gespannt auf das Finale gegen Razer, wie er sich schlägt, ob wir da wirklich gut durchkommen oder ob wir schon merken, Razer ist schon hart. Obwohl ich glaube, dass Razer an sich kein harter Fahrer war. Irgendwie noch so dunkel in Erinnerung. Dass das, glaube ich, an sich jetzt kein übelst heftiger Fahrer war. Aber wie gesagt, kann auch sein, dass ich mich da täusche und der in Wahrheit voll der Banger ist gleich.
Was heißt gleich? Ich weiß nicht, wann wir bei dem sein werden. Es kommt darauf an, wie die Verfolgungsjagden laufen. Da habe ich 10-mal mehr Angst als vor den Rennen. Weil die Verfolgungsjagden sind letztendlich das, was uns so unendlich gebumst hat, auch bei den letzten Folgen. Und bei Toru war ganz schlimm. Gut, da, ich glaube, wir hätten auch wesentlich schneller fertig sein können, wenn wir die Abstürze und so nicht gehabt hätten, ne? Das ist dann auch nochmal was anderes. Ich glaube, wir hätten da schon schneller fertig sein können. Und scheinbar hängt das auch irgendwie mit Verfolgungsjagden zusammen oder wird nur dann getriggert oder so. Ich weiß es nicht, weil bis jetzt hatten wir so einen Absturz in der Art ja auch nicht mehr. Also ich bin ehrlich zu euch, wo es mich richtig versträubt, ist das Rundkursrennen. Das eine, das würde ich auch definitiv nicht mit dem Auto hier fahren. Weil das Rundkursrennen wird, glaube ich, Horror. Das ist sehr, sehr lang. Über 3 Runden. Da musst du richtig Zeit mitnehmen. Gott. Da bin ich mal gespannt dann. Gott. Komm, gib mal Knallgas. So, let's go. Mein Gott, das war ein langes Rennen, du. Alter Vater. Wie viele Kilometer sind das denn, ey? Boah. Da hat er sich aber schön um die Ecke geschlängelt. So, ja, wir sind Sieger. Und Mia meldet sich nochmal. Dein Ruf bei den Locals ist echt krass. Razor hat bestimmt die Hosen voll. Du hast es fast geschafft. Ja, wir haben es fast geschafft, du. Das stimmt. Wie lang sind diese Rennen? 32 Kilometer, Bruder. Alles klar. Wir fahren mal hier das K.O.-Rennen mit dem SLR und danach können wir mal wieder auf den Carrera wechseln. Das sollte dann kein Problem sein. K.O.-Rennen hier gegen Supra, was haben wir noch? Eine da hinten ist komplett broke, der steht da hinten irgendwo. Der hat gar keinen Bock. Also ich glaube, hier fährt man auch gegen Irland, ne? Das ist auch ein kompletter Kampf. Ein kompletter Krampf, die Strecke.
Das ist aber an sich. Glaube ich zum Glück kein mega langes Rennen. Mein Gott, was war das denn? Wie sind wir denn da reingefahren? Ganz, ganz komisch. Hier sind wir diesmal besser rumgekommen. Das war gar nicht so schlecht. Ja, und unsere zwei Freunde da hinten machen auch nicht so mega viel. Jetzt zieht der eine Bruder hier. Guck mal, wie der jetzt wieder anzieht, ne? Es ist so lächerlich. Diese Gummiband-KI, ne? Machen auch einfach, was sie wollen. Ja, das war sein Verderben, da hat er sich verkalkuliert. Easy, aber auch kein kurzes Rennen, ne? 4 Minuten 45. Auch gar nicht so verkehrt. So, wir haben noch 1, 2, 3, 4. So, aber ich würde sagen, wir gehen in den Unterschlupf, wir speichern einmal. Und dann würde ich den Wagen wechseln. Auf den Carrera GT. Der jetzt welche Fahndungsstufe hat? 3, ja, ist okay. Und dann Blacklist. Rennen. Und dann können wir hier das Modchen-Rennen mit dem minimalen Kopfrisiko fahren. Und jetzt erleben wir mal wieder par excellence Autos. Ah ja, das fühlt sich direkt anders an. Das fühlt sich direkt anders an, Leute. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich das Auto hier wähle, in der Story jetzt hier war schon klar, weil ich auch ein großer, großer Porsche-Fan bin, privat. Find die Autos einfach wunderschön. Die haben sowas Sportliches, aber auch Elegantes. Keine Ahnung. Das ist einfach schön. Manche Leute mögen Porsche gar nicht, auch aufgrund der etwas besondereren Optik, sage ich mal. Ne?
Hashtag Scheinwerfer, Heck und Front. Ne? Ist alles ein bisschen anders von der Bauart her. Ich finde, das ist halt irgendwie einzigartig. Ne? Das macht das Ganze halt irgendwie... einzigartig für mich. So, ich versuche hier die ganze Zeit auf der Straße zu bleiben. Und ihr seht ja selber, wie der hier zieht, ne? Also der Bruder hat richtig Bock. Oh, da sind wir mies hängen geblieben. Nicht, dass uns das irgendwie zum Verhängnis wird. Der war aber auch mies platziert, der LKW. So unter der Kurve, dass ich gar nicht mehr anders konnte. Porsche bekommt es trotzdem hin. Der bekommt es trotzdem hin, weil es einfach ein fucking Biest ist. Wenn wir uns nicht den ganzen Verkehr hier irgendwo mitnehmen würden, dann würde es wahrscheinlich auch besser gehen. Ja, weil wir haben so viel Pluszeit. Wir haben so viel Pluszeit, ich glaube, da müssen wir uns gar keine Gedanken drüber machen. Zack, hier einmal durch. Bin sehr, sehr gespannt auf die Rennen gegen Razer. Und danach haben wir auch noch so eine heftige Verfolgungsjagd, ne, mit seinem M3, den wir dann haben, ne? Eieiei. Da müssen wir irgendwie eine bestimmte Zeit rumfahren. Dürfen uns natürlich nicht erwischen lassen. Und dann, fliehen wir ja über die Brücke. Ich glaube, man muss 5 Minuten oder so ein bisschen durch die Gegend fahren. Bis man dann gesagt bekommt, hey, du kannst hier und hier hin. Müssen wir dann mal gucken. Aber ich habe Bock, den M3 zu fahren. Gerade jetzt, wenn wir den Porsche hier auch kennen. Bin mal gespannt, was der ab der M3 mehr Leistung hat. Ich habe das nicht mehr so richtig im Kopf. Am Anfang ist man den ja auch mal kurz gefahren. Aber ich würde jetzt fast behaupten, nein. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe es zumindest nicht mehr so stark in Erinnerung, um ehrlich zu sein. Also auch das Mautchain-Rennen hier, absolut gar kein Thema, dauert halt nur 10 Jahre. Dauert halt wirklich nur 10 Jahre hier das Rennen. Kurz die Müllsäcke von der Straße schieben. Man muss aber auch sagen, wir fliegen aber auch hier über die Strecke. Ne? Wir fahren auch wie Götter.
okay. So viel zu dem Thema wie Götter. Götter auf Wish bestellt wahrscheinlich. Mein Gott, ey, jetzt ist aber mal gut, ey. Jetzt ist aber auch mal gut. Ist ja bescheuert. Zack, zack. Oh, wie lange haben wir jetzt für das Rennen gebraucht? 7 Minuten 18, oh mein Gott. Ey, 7 Minuten 18. Das ist auch wieder so ein langes Rennen, ne? 25 Kilometer. Wir machen mal das Sprintrennen hier. Ist zwar maximales Kopfrisiko, aber wir versuchen es einfach mal. %, ja. Komm hier relativ zackig durch. Oh Gott. Der Carrera ist so schnell, wir überspringen einfach die ganzen Zwischenebenen da, das ist wichtig. Wenn man da nämlich nochmal aufkommt, hat man das Problem, dass man sich dann auch teilweise so ganz blöd dreht. Maximales Kopfrisiko hier, sehr wahrscheinlich, dass auch Cops kommen. Ah, aber wir waren schnell genug. Jesus Maria, wir waren schnell genug. Zum Unterschlupf einmal speichern. So, dann gucken wir mal gerade. Rennsiege haben wir jetzt schon so gesehen. Wir haben halt die beiden Rennen hier noch, ne? Das Rundkursrennen, ein absoluter Brecher. Und das Rennen hier.
Ich würde sagen, wir machen die in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich würde jetzt erstmal die Folge beenden. Und dann können wir es in der nächsten Folge machen und dann finishen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen, Abo nicht vergessen. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut da rein, euer Serranos. Ciao, ciao.